Willkommen bei Hollycast. Heute schauen wir uns diesen Audi A3 1,4 TFSI Sportback an. Der Wagen hat 125 PS, 76.601 Kilometer, ist aus zweiter Hand, Scheckheft gepflegt, unfallfrei. Laut Besitzerin keine Nachlackierung, laut meinem Lackmessgerät ist die Tür hinten rechts und die Seitenwand rechts nachlackiert worden. Das zeige ich auch gleich. Ansonsten ist der Zustand vom Auto ziemlich gut, dafür, dass er aus 2015 ist, also sprich jetzt fast 9 Jahre alt. Die Bremsen vorne sind komplett neu sozusagen, hinten sind sie noch in Ordnung. Hier steht da auf Allwetterreifen. Die Allwetterreifen sind maximal noch für diesen Winter gut. Es gibt aber auch noch Winter-Komplettradsatz auf Zubehör-Leichtmetallfelgen von Dezent in schwarzen Alus dazu. Liegen allerdings nicht vor. Ich habe eine Delle in der Tür hinten links gesehen und einen ganz kleinen Kratzer hinten rechts an der Stoßstange. Wir gehen jetzt mal zusammen gucken. Ein bisschen Steinschlag ist vorne an der Front, aber das darf so ein Auto in dem Alter und bei der Laufleistung auch haben. Manches davon ist auch nur Schmutz, aber hier ist zum Beispiel ein Steinschlag oder auch hier. Ja, ansonsten, wie Xenon und Licht ist vorhanden. Scheinwerferreinigungsanlage logischerweise. Die Bremsen vorne sind fast komplett in Ordnung. Ja. So. Alle Felgen haben keine Beschädigung, also die sind alle wunderbar noch. Das hier sind die Allwetterreifen und Season Pile und sind aus 2015, also aus der 12. KW 2015. Das Profil selber, wie gesagt, ist maximal für einen Winter noch gut. Also hier oben ist der Dot, die Abfahrgrenze. Außenspiegel sind okay, Türkanten sind in Ordnung, Türeinstiege sind okay. Die Delle selber habe ich hier gefunden. Ja, ich spiele jetzt mal ein bisschen hier mit dem Licht, in der Hoffnung, dass man das dann sieht. Aber hier sieht man auch, Türkanten sind okay. Einstiege sind gut. Sitz ist in Ordnung. Lenkrad ist nicht abgegriffen. Türverkleidung ist gut. Auch hier Tür hinten, Türeinstieg hinten. Hinten sitzen. Schiebedach ist dabei mit Jalousie. Bremsen hinten können in ungefähr einem Jahr wieder gemacht werden. Die Reifen sind genau die gleichen. Allwetterreifen. Profil ist besser, weil sie hinten sind. Also da ist auch alles okay. Zur Lack. Dichte. Wir machen erstmal die Tür hinten links, also Fahrerseite. Da haben wir Lackwert von 112 und die Seitenwand hinten links haben wir 121 und die Tür hinten rechts, also Beifahrerseite, 168 und 154 beziehungsweise, ja, also es ist ein bisschen erhöht, ist aber eine sehr gute Arbeit. Mir auch aufgefallen ist, ist die Stoßstange hier hinten. Die Ladekante sozusagen, die ist matt. Hier unten drunter ist sie wieder glänzend, also in der Metallicfarbe. Da ist anscheinend also auch mal was lackiert worden. Kofferraumdeckel ist sauber. Geteilt umklappbare Rückbank, Top-Tender. Verankerung Isofix hatten wir schon gesehen. Durchladefunktion ist dabei. Alles trocken und sauber und alles vorhanden. Was ich dann noch gesehen habe, ist hier eine ganze Kleinigkeit, die kann man aber vernachlässigen, in der Stoßstange hinten rechts. Dort eine kleine Macke, also das ist maximal ein Lackstift, mehr auch nicht. Dach hat keine Dellen. Türkanten haben keine Macken. Beifahrertür, Innenverkleidung ist sauber. Einstieg ist sauber. Beifahrersitz ist okay.
Außenspiegel ist in Ordnung. Kotflügel vorne rechts ist in Ordnung. Und Felge vorne rechts ist in Ordnung. Kein Ölverlust vorhanden. Auch das Typische bei TFSI-Motoren, dass die am Anfang beim Motorstart so Geräusche machen, ist auch nicht vorhanden. Also da ist alles soweit okay. Wie gesagt, Lenkrad ist nicht abgegriffen. 76.601 Kilometer aus zweiter Hand. Zwei Teile nachlackiert, beziehungsweise die Oberkante der Stoßfänger-Ladekante hinten ist auch nachlackiert. Multifunktionslenkrad. 6-Gang-Handschalter, Sitzheizung, Klimaautomatik mit 2 Zonen getrennt regelbar, Navigation, Telefon, Radio und Media, Navi, Telefon, Radio, Media, elektrische Handbremse, Schiebedach funktioniert, Aufstellfunktion geht und Aufmachfunktion. Innenspiegel ist automatisch abblendend, nicht automatisch abblendend, manuell abblendend sehe ich gerade. Jalousie ist okay. Also, passt alles. Zustand vom Auto ist gut. Bald mal um neue Reifen kümmern nächstes Jahr. Inspektion ist fällig im April nächsten Jahres, sowie auch TÜV nächstes Jahr im April fällig ist. Das kann man dann zusammen machen. Gehandelt werden die Autos zwischen 14.000 bis maximal 15.500. Ein fairer Kaufpreis für dieses Auto liegt irgendwo bei einer 13.5 bis maximal 14.000, weil der Wagen ist für sein Alter und auch die Laufleistung völlig in Ordnung. Der Wagen ist abzugeben von einer Dame, die 2 Autos in dieser Fahrzeugklasse hat und dementsprechend das eine nicht bewegt. Das ist nämlich der Audi hier. Und sucht jetzt einen neuen Besitzer für den Wagen. Ja, und das war's dann. Vielen Dank für dein Interesse. Wenn es informativ für dich war, freue ich mich natürlich, wenn du mich supportest. Das hilft mir und meinem Kanal. Einfach Daumen hoch hinterlassen. Kommentare gerne reinschreiben. Wünsche, Anregungen, was auch immer. Ich antworte zeitnah. Und wenn du noch mehr von meinen Videos sehen möchtest, Kanal abonnieren, Glocke aktivieren, damit du keine weiteren Videos verpasst. Jetzt hast du noch die Auswahl zwischen einem meiner letzten Videos, einer Begutachtung mit Marktpreisanalyse, oder ich habe auch eine Playlist erstellt, kannst du die aussuchen und in der Mitte auf das Auto klicken, tust du auch meinen Kanal abonnieren. Alles Gute und bis zum nächsten Video. Tschüss!